Ich glaube, wir haben es im ganzen gesamten Spiel ganz gut gemacht. Wir hatten heute auch drei Spieler aus der zweiten dabei, die es das erste Mal bei uns dabei waren und gestern einmal mittrainiert. Die haben das auch gut umgesetzt dann. Ja, wir haben unsere Angriffe gut abgesichert, haben es taktisch gut gespielt. Wir haben nicht viele Möglichkeiten, Walter gegeben, nach vorne zu spielen. Gibt es ja auf Video, glaube ich, und kassieren ein richtig blödes Tor, aber das war ein bisschen dumm gestaffelt und haben die da gut gemacht. Aber ansonsten haben wir das taktisch gut gespielt, Angriffe waren stabil und ja, somit haben wir das Spiel ganz gut kontrollieren können und somit dann, glaube ich, auch verdient gewonnen, ne? Der zählt nur die Leistung. Also ich denke mal, wir sind auch zufrieden. Ich sage vielleicht nur ein, zwei Tore zu hoch nachher. Aber durch unsere Wechsel, die wir machen mussten, ist das völlig in Ordnung. Das war okay. Erste Halbzeit, denke ich, hat man gesehen, was wir können. Und da wollen wir weiter drauf aufbauen. Aber wir sind mitten in der Vorbereitung, darf man auch nicht vergessen, ne? Also die sind platt, 5 Einheiten die Woche. Das hat man in der zweiten Halbzeit gemerkt. Das hat man gemerkt, dass wir hinten. Ja, aber wir haben auch hinten unheimlich viel getauscht. Und dann fehlt die Ordnung, ne? Und dann hast du keinen Zugriff mehr, da kommt da alles zusammen. Ist schon okay. Also völlig verdient. Ist natürlich auch Derby dann hier so ein bisschen, der Charakter fehlt natürlich im Testspiel. Das sind nochmal ein paar Prozente, die Walddörfer drauflegen wird. Ich kann das nicht einstellen. So ein paar Spieler kenne ich von denen, habt ihr auch ein, zwei Mal gesehen. Da weiß ich, dass sie ein paar von deren ersten Elf auf jeden Fall gespielt haben. Ich weiß, dass das bei uns heute nicht dabei war. Wir haben auch ein bisschen probiert heute. Morgen haben wir nochmal ein Testspiel, das ein bisschen aufgeteilt. Ich glaube, dass wir nochmal im Pokalspiel hoffentlich eine Schippe drauflegen können, weil wir wollen hier ganz klar eine Runde weiterkommen. Das ist unser Ziel. Und ich hoffe, wir werden denen dann auch gerecht, ne? Aber das wird ein anderes Spiel halt, muss man sehen. Naja, das Einzige, was es aussagt, ist, dass Sasel weiter Favorit ist, ne? Aber mehr auch nicht. Aber wie stehen die Chancen da in der ersten Runde? In der ersten Runde, ich würde sagen, bei 1% für uns. Wir arbeiten wirklich gut. Klar, man hat immer die Probleme, Verletzungen, Urlaubssituation jetzt in der Vorbereitung, aber wir haben Kader in der Breite ganz gut aufgestellt. Auch in der Tiefe muss man sagen, dass wir da einen guten Kader haben und wechseln viel durch bis jetzt, sind aber schon auf dem richtigen Weg, machen eine andere Spielidee als letztes Jahr, und dadurch haben wir noch ein bisschen mehr Qualität in unserem Spiel, von den Spielern auch. Muss man sagen, bis jetzt hochzufrieden. Jetzt aber kommt die entscheidende Woche. Also jetzt morgen nochmal Testspiel und dann werden wir ab nächste Woche halt, wenn wir nur zweimal trainieren, dann aber drei Testspiele haben, halt gegen Wiki, Süderelbe und dann haben wir nochmal Abschluss nochmal in Altona. Also das sind unsere Härtetests, wo wir dann gucken, mal ein Resümee ziehen dann vor dem Pokalspiel. Ich hoffe, bis dahin sind wir auf einem guten Weg und den vollenden wir dann auch. Als Ziel ist klar Klassenerhalt. Aber im zweiten Jahr, wie du schon sagst, ist schwer. Dann wollen wir mal gucken, dass wir die Form und da wieder hinfinden. Und ich denke, wir stehen weiter kompakt und das ist ganz gut so. Kriegen wir hin. Ich will ja nicht sagen, dass es mir egal ist, ne? Also klar, ich glaube, dem Verein und uns freut das so, dass wir so gesehen werden. Das bestätigt so die Arbeit, die wir gemacht haben. Jetzt die Hausaufgaben für diese Saison, aber auch, was wir letzte Saison gemacht haben, als Anfang. Freut uns, nehmen wir auch gerne so hin. Wir sind jetzt nicht unbedingt die, die sagen müssen, wir müssen hier Meister werden, hier und da. Wir haben eine Entwicklung, die wir letztes Jahr eingeleitet haben, da sind wir auf einem guten Weg. Das heißt, wir wollen uns weiter verbessern. Das wollen wir auch dieses Jahr, mehr Punkte holen, vielleicht noch in der Tabelle ein bisschen tabellarisch verbessern. Und dann muss man gucken, was in der Saison geht. Wir wollen sowieso viel gewinnen, wir wollen gutes Fußball spielen und wenn das alles klappt, dann können wir zufrieden sein. Aber danke, dass wir Favorit sind, nehmen wir so hin. Aber ich sehe da auch andere Mannschaften.